Ebi. Thank you very much. Dankeschön. Applaus nochmal für den Kleinen. Have a nice evening. Enjoy. Enjoy our. Thank you. So, wer mag denn als nächstes zu mir kommen? Hat noch jemand einen Schnippel? Wunderbar. Komm bei mich, machen Sie ein Schnippelchen. Und such dir eine Tüte aus. Genau. Komm, wie heißt du denn, mein Engel? Katrin. Katrin, einen wunderschönen Katrin. Grüß dich. Jetzt schauen wir mal, was du da drin hast. Es klimpert, wir müssen vorsichtig sein. Ein Herz mit Duschgel. Sehr schön. Duschgel, ja, ich weiß, es ist ein Duschgel drin. Oder so Badegel. Eine Vase, eine blaue Vase, ein Designklassiker, quadratisch, praktisch, gut. Und jetzt noch eine, ja wunderbar, kann man dann gleich zusammen arrangieren. Glitter, das ist sehr schön, ach, das ist aber schöner Glitter. Oh, das ist aber sehr schön. Das ist wirklich sehr schön. Guck mal, dann können wir die gleich so ein bisschen weihnachtlich dekorieren. Sehr schön. Ach Mensch, großartig. Und auch ein Schlüsselanhänger mit Wie willst du leben? Genau, Wie willst du leben vom DGB und... Jetzt, ab heute bist du offiziell Bikerbraut, ne? Großartig, auch ein Motorrad. Ach, eher Dike on Bike. Naja. Und Luftschlangen, hurra! Wunderbar! Wir haben ja so viele Luftschlangen, vielleicht warten wir gar nicht bis Silvester, sondern machen heute Abend noch Halligalli Drecksau-Party. Und schmeißen mit Luftschlangen, dann bleiben die Fahrzeuge aber aus, wenn die Luftschlangen geschmissen werden, weil sonst gibt's ein Unglück. Katrin, ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß bei uns. Du bist zum ersten Mal heute hier, ne? Ja, sehr schön, dann hoffe ich, du genießt es ein bisschen. Trink noch einen für mich mit. Glühwein ist noch da und Kuchen auch. Vielen Dank und Applaus für Katrin. So, wer hat noch einen Schnitzel? Wer hat noch eine kleine Marke? Hat noch jemand eine Marke? Du ziehst dich aus, das finde ich sehr vernünftig. Wunderbar. Soltan, du wirst auf die Bühne gebeten. Ja. Die Mauer hat deine Marke verschlampert, hat sie mir gerade zugeflüstert. Ja, sie hat deine Marke verschlampert. Nimm dir bitte eine Tüte, genau, und setz dich auf meinen Schoß. Den jungen Herrn kenne ich auch, muss ich gestehen, das ist nämlich Soltan, der Gatte unserer lieben Schwester Dimon. Und hat ganz viel geholfen, höre ich gerade, wie aus dem Off. Und du bekommst einen... Wie heißt das? Tambour, da muss man so rumwirbeln und tanzen und dabei und ach toll, die Beine zum Himmel schmeißen. Ach, dann lass dir mal von Dimon noch das passende Kostüm dazu nähen, weil das sind ja immer so kurze glitzernde Röckchen und immer so kleine glitzernde Bustiers und dann kriegst du so ein bisschen Pink und so um die Augen, weil das wird ja ganz von Amerikanerinnen gemacht. Immer zu so diesen schlimmen Paraden zum Thanksgiving Day und so. Und da sieht man immer irgendwie kleine, glückliche Amerikanerinnen geschminkt auf Barbie, die diese Stäbe schmeißen. Großartig! Ah, ja, sollte. Und davon machen wir einen kleinen Film und reichen die bei der Berlinale ein. Als Kunst. Ah, auch du bekommst eine Unterhose mit Rohrdamm. Ich schaue gerade die Mom dabei in die Augen, sie fangen an zu glänzen. Ein Schlüsselanhänger, genau. Süßigkeiten, sehr schön. Süßkampfkammer ist nie verkehrt, ist eh so drin. Muss eh ein bisschen was essen. Und was eingepackt ist, da bin ich jetzt mal gespannt, ist ein großes Paket. Ja Mensch, auch Kekse, Weihnachtskekse, ja lecker. Ja so, sehr schön. Habt ihr auch noch Flyer? Und noch was? Noch mehr Flyer, großartig. Und auch Luftschlangen. Irgendjemand muss Luftschlangen gedealt haben. Und auch eine kleine Windmühle. Das ist ein Atemraum. Und was ist das? Das ist Kunst. Das ist Kunst. Und zwar ist das Emaille. Ich würde mal behaupten, das ist Emaille. Emaillierte Untersetzer oder sowas in die Richtung. Vielleicht sollte man auch einen Filz runterkleben, damit es nicht hier keine Kraft hat. Das ist emailliert, habe ich gesagt. Ganz hübsch. Nee, magnetisch ist es, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall emailliert und sehr hübsch. Eine Kirche, ein Kirchturm und ein Fenster in eine sternenklare Nacht. Kann man irgendwie als Untersetzer nehmen für seine Schnapsgläser oder so. Ich meine, du trinkst ja gerne mal ein, da kann man so einen Schnapsglas-Untersetzer auch gerne mal gebrauchen. Vielen Dank, Soltan. Danke dir. So, haben wir jetzt noch jemanden mit dem Zettel? Weil, wenn wir nämlich keine mehr mit dem Zettel haben, dürfen jetzt diejenigen, die nichts abgegeben haben, dürfen jetzt...
jetzt auch nach vorne kommen und sich auch jeweils ein Geschenk abholen, weil wir müssen ja alle Geschenke loswerden. Also wer jetzt noch kein Geschenk bekommen hat, darf gerne zu mir nach vorne kommen. Bei mich bei auf dem Schoß, ja wunderbar, komm mal gleich her. Nicht lange fackeln, einfach nach vorne kommen. Hol dir eine Tüte bitte, mein Schatz. Genau, setz dich hin. Ah, wie heißt du denn? Ludwig. Ludwig, Ludwig, darf ich dich? Da hast du den ganzen Abend drauf. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter Plumps. Genau, sehr schön. Ja, ah, das sind zum Anhängen Zitronen. Ah, ja, genau, Ludwig, du weißt, wie es geht. Gleich beim nächsten CSD. Als CSD, beim CSD gehst du dann als wilder Obstsalat. Sehr schön, ja, herrlich. Aber kann man sich vielleicht auf den Hut trapieren oder so. Und ein Geschenk. Ludwig, das müssen wir natürlich noch auspacken. Auch die, ja, die Luftschlangen. Und jetzt mal das Geschenk auspacken. Da bin ich jetzt mal gespannt. Irgendwas aus Stoff? Ist es schwarz aus Stoff? Eine Tasche. Ach, eine Tasche. Eine kleine Tasche. Da ist noch was drin. Ja, dann mach doch mal auf. Ja, ich glaube, da muss man irgendwo noch einen Reißverschluss oder so aufmachen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja mal selber gar nicht, was da drin ist. Ach so, für CDs. Ah, wollen wir mal CDs reinsortieren? Ich weiß nicht. Hier, da ist noch ein zweiter Reißverschluss. Ja, genau. Du, mir geht es den ganzen Abend so. Ich dachte, mir läuft das Wasser den Rücken runter. Es ist eine Hitze hier oben. Und CDs. Ja, sehr schön. Sind das schwarz gebrannte Pornofilme auf DVD? Oder? Nein, das ist richtig schön. Marcella Detroit, I Believe. Caught in the Act, Don't Walk Away. Oh, schön, Klassiker der 90er. Christina Aguilera, What a Girl Wants. Ach toll. Schlimmes und scheußliches. Ja, The Everly Brothers, The Golden Hit. Das ist schön, das ist ein Klassiker. Dann haben wir Viva Chart Press. Und zwar aus dem Jahre, kann ich hier irgendwo sehen. 2000, großartig. Steve Forbert, nie gehört, The American in Me, der hat mal bestimmt Pornos gemacht. The American in Me, hört sich so ein bisschen an wie eine Porno-Produktion, oder? Ja, dann haben wir Tokotronic, sehr schön Tokotronic, eine schöne Band aus Hamburg. Neuer deutscher Pop, das ist sehr großartig, kennt man gar nicht mehr heutzutage Tokotronic. Ludwig, ich hoffe, du freust dich. Sehr schön. Guck mal, du hast ein Täschchen und damit ist ja der Abend gerettet. Großartig. Applaus. Schönes Adventspaket noch. So, können wir noch 1, 2, 3, 4 viele finden. Wer mag als nächstes zu mir nach vorne kommen? Ja, einfach kommen. Genau, immer kommen. Ihr könnt euch auch schon mal anstellen hier. Genau. Nimm mir eine Tüte. So, komm her. Engelchen, wie heißt du denn? Brian. Hallo Brian. Hallo Brian. Brian, lass uns noch mal die Geschenke auspacken. Ein Schlüsselanhänger. Pflegeeinrichtung, Pflegeheim, House of Light. Ah, okay. Von einem unserer Kooperationspartner, House of Light. Und House of Light verwendet nicht unser... Oh, ist das Mützchen? Ja, bei dir passt wahrscheinlich auch unten rum, du Ferkel. Ich bin schockiert. Noch mehr Schlüsselanhänger? Ja, finde ich sehr. Obwohl ich meine, du und Nazis wird auch irgendwie nicht gut passen, oder? Wieso? Ich bin doch auch braun, ein bisschen Ton in Ton. Ja, Luftschlangen. Und was zum Aufpacken. Ja, mal gucken. Es wird bestimmt was traurig Schönes sein. Es passt. Ah, auch ein Sofa für Ringe und Schmuck. Großartig. Mir glitzert geht gar nicht. Ist ja ein Träumchen. Aber ich glaube, ich mache mir da einen Kopfputz drauf. Ja, auch schön. Ja, ja, toll. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Großartig. Wunderbar. Ja, vielen Dank, Brian, dass du da bist. Viel Spaß noch. Und noch eine schöne Adventszeit. So. Wunderbar.
wunderbar. Kommt da nicht bei, nimm dir eine Tüte und dann her damit. So, wie heißt du, mein Engel? Steffen. Steffen, großartig. Dann lass uns doch mal gemeinsam auspacken. Was für ein Weihnachtsteller. Ja, Terrakotta Weihnachtsteller, schön für Weihnachtsgebäck oder auch für den Weihnachtsstern als Untersetzer. Was sagst du denn, Steffen? Was ist denn los? Ah, auch eine Schlafmütze. Ja, sehr schön. Jetzt weiß ja, was unter Weihnachtsbaum gehört. Ja, genau, sehr schön, ja. Hm. So, was haben wir denn noch? Partyfun, ach, auch eine Laterne, sehr schön, eine Lampe, so eine Partylampe. Und ja, das ist ja frei auf unserem harten Gedöns. Das war's. Ja, wunderbar, aber dieser Weihnachtsteller, muss ich sagen, sehr hübsch. Ne, weiß ja gleich, unterm Weihnachtsbaum, der bunte Teller ist dieses Jahr aus Terrakotta. Wunderbar, danke dir, schön, dass du da bist. So, dann hat als nächstes zu mir kommen. Wunderbar, dann holt ihr bitte ein Tütchen. Ich muss ja mal tun, als würde ich die Leute nicht kennen. Wie heißt du denn? Wenn du es nicht weißt, wer da? Sandy. Ja, Sandy, wunderbar. Wir haben gerade vor zwei Wochen, anderthalb, ich weiß nicht, es ist lange her und war alkoholisiert, aber es war sehr schön. Geburtstag gefeiert. Großartig, hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob du sozusagen nachträglich zum Geburtstag noch tolle Geschenke in dieser Tüte findest. Eine Plastikorange. Das Schöne ist ja, in Jena Meister Orange, insofern passt das ja. Mal Plastik fürs Ohr. Sehr hübsch, eine Sternfrucht. Wie heißt die Sternfrucht eigentlich nochmal richtig? Physalis. Nee, Physalis ist die. Carambola. Carambola, sehr schön. Ja. Achso, hast du so ein. Ah, okay, achso, so. Ah, okay. Jemand sagt auch Stressball. Irgendwie Stressball. Ach, sehr schön. Ach, sehr schön. Mensch, du kennst dich ja aus hier. Ja, und zwar ein Aufladegerät für ein Telefon, mit, da hängt auch Schlüsselanhänger dran und Dings. Ist denn auch das Handgerät dazu da? Ja. Gerät ist auch dazu, das läuft mit dem anderen Telefon wahrscheinlich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also eine Nebenstelle. Nein, dann hast du jetzt eine Nebenstelle. Ja, Siemens Gigaset Nebenstelle. Nee, macht ja nichts. Aber jetzt hast du eine Nebenstelle. Also, ne? Ah, nochmal Plastik hoch. Da abgegriffener Pfirsich aus Plastik oder Styropor. Und? Ja, Orange, Jägermeister Orange und ein Herzduschgel. Ja gut, dann kannst du ja aufbewahren für nächstes Jahr Adventskaffee. Genau, gleich mal das man hat. Ja, genau, Party hier. Luftschlange. Eine Erdbeere. Oh. Mein kleines süßes Träubchen. Ja, das ist ein Gummiband. Und zwar, das heißt wirklich mein Gummiband, weil nämlich. Moment, ich pack das mal aus. Nee. Ja, ich muss das mal schlecht. Wovon man das mal raus, bitte? Und zwar, das heißt nämlich mein Gummiband. Das ist nämlich so ein Armband. Ein Armband mit insgesamt zwei Schlitzen. Und zwar sind hier zwei Schlitze. Und da kann man nicht ein Kondom durchstecken und dann kann man sich das nämlich so ums Handgelenk machen. Und hat hier das Kondom oben drauf, wie so eine Uhr sozusagen. Dann schenke ich dir das gleich für deine Links und das nicht. Na wunderbar, da habe ich jetzt Gummiband. Genau, da habe ich halt beim nächsten Mal. Dankeschön, dass du da bist. Großartig, sehr schön.